Ekel kennt er nicht, es sind schließlich seine Lieblinge. Ein paar Sekunden lässt Adrian Kosakiewicz vor der Handykamera die tropische Geißelspinne über sein Gesicht krabbeln. Millionen Klicks erreicht er mit solchen Videos im Internet. Im elterlichen Keller hat der 19-Jährige sein Insektenimperium aufgebaut. Er züchtet und verkauft vor allem Gottesanbeterinnen. Die meisten gehen an Insektenfreunde in den USA. Wie das Tote Blatt zum Beispiel, so heißt diese Gottesanbeterin aus Malaysia. Aber der junge Züchter hat noch Spektakuläreres zu bieten. Es ist eine Gottesanbeterin-Art, die Blüten imitiert. Kommt auch aus Malaysia, wie diese Totenblätter. Und tanzt sich als eine Blüte. Kann auch leicht pink werden zum Beispiel. Das ist zum Beispiel so ein Insekt, welcher für niemanden eklig ist. Das sieht mit seinen Schaben schon ein bisschen anders aus. Ein besonderes Exemplar aus Australien hat sich Adrian gesichert, mit hohem Marktwert in Sammlerkreisen. Die Weibchen sind meistens mehr wertvoll. Das sind etwa 200 bis 250 Euro pro Paar. Das ist eigentlich so die teuerste Schabe von allen. Das ist jetzt ein Weibchen. Schon als kleiner Junge begeisterte sich Adrian für Insekten. Nach der Schule jobbte er im Zoogeschäft und kam auf die Idee, selber ein Insektenprofi zu werden. Er reist regelmäßig in Länder wie Thailand, um dort neue Tiere für seine Zucht mitzubringen. Aber Adrian tauscht auch Insekten mit anderen Züchtern weltweit. Das ist der größte Falter der Welt, den habe ich aus Philippinen bekommen. Dieses Tier hat eine Spannweite von 26 cm. Stolz ist Adrian Kosakiewicz auch auf seine Riesenheuschrecken aus Venezuela. Feucht und warm haben es seine Tiere im Insektenkeller von Adrian und sie sind immer wieder Hauptdarsteller in seinen Videos. Die Videos bringen Adrian Geld, möglicherweise bald viel Geld, wenn ihm immer noch mehr Menschen im Internet folgen werden.